Der Erhalt der Biodiversität ist seit geraumer Zeit ein Topthema in der gesellschaftspolitischen Diskussion. Uns Landwirten kommt seit jeher bei diesem Thema eine besondere Verantwortung zu. Aber wir müssen sehen, dass, wenn wir erfolgreich sein wollen in diesem Thema, einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz brauchen. Das heißt, den Bürger, die Unternehmen, aber auch die Landwirtschaft mitzunehmen und zu motivieren, dieses Thema nachhaltig zu bespielen. Da bringt es nichts, erhobenen Zeigefinger zu geben oder eine reine Kultur der Verbote zu leben. Wir müssen auf Kooperation setzen. So wie das Biodiversitätsstärkungsgesetz in Baden-Württemberg, das im Dialog zwischen Natur, Umweltschutz, Landwirtschaft und Politik entstanden ist, das genau hier auf diesen Dialog setzt und das den gesamtgesellschaftlichen Ansatz hat. Das sollte das Vorbild sein für alle politischen Bestrebungen auf Bundesebene sowie in Europa. Nur Hand in Hand sind all unsere guten Ziele zu erreichen.